Und ich bin im neuen Part von Skyrim. Wir sind in der Falmer-Höhle im bodenlosen Loch, sag ich mal. Und wir werden gezwungen, immer weiter runter zu gehen, weil wir eigentlich nach oben raus wollen. Was ist das denn hier? Also ich weiß es nicht. Hier haben wir aber einen Eisenpfeil. Die Falmer schießen mit Falmer-Pfeilen, also kann der Eisenpfeil nur von uns kommen. Wie kommt ein Pfeil von uns nach unten? Wo bin ich hier? Werde ich jemals wieder rauskommen? Was sind Falmer? All diese Fragen werden höchstwahrscheinlich nie beantwortet, weil ich keine Antwort weiß. What the? Falmer Zauberer? Nee, 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 nee. Jo, Lydia, klopf mal mit. Denn ich bin tot. Nee, 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 ich sterb doch jetzt nicht. Habe ich was zu essen? Unbekannt, unbekannt. Gesundheit verstärken. Nee. Oh fuck, ich habe auch keinen Stufenaufstieg, oder? Ja, da bin ich tot. Da bin ich tot. Da muss er anscheinend dringend Magika Resistenz nutzen und dergleichen. Okay, wir sind hier oben. Ich habe gespeichert. Ich bin ja nicht blöd. Holen wir uns doch eben unseren einzelnen Pfeil. Pfeil. Okay, ist weg. Und dann versuchen wir es diesmal besser, nämlich schleichen. Nicht wahr, Lydia? Wir schleichen. Ich leg schon mal an. Schleiche langsam, gescoped um die Ecke. Und versenken Schuss. Und da versenken die direkt ihre Magika in meinen Körper. Nein, 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 nein. Und da bin ich schon wieder tot. Okay. Unser Ork hat es wirklich nicht mit Magie. Hm, da habe ich eine Idee. Versuchen wir es mal auf die gute alte Augen zu und durch Art. Aber vorerst wollen wir doch komplett geheilt sein. Ne? So, dann wieder zurück aufs Schild. Oder wollen wir Lydia vorkloppen lassen? Und wir locken die jetzt mal hier so an. Ja, oder, und wir locken die jetzt hier erstmal so an. Ja, dann lassen wir jetzt Lydia gleich kloppen. Und schießen hier schön von hinten mit Pfeil nach. Und sie darf die ganze Magika erstmal einstecken und wir dürfen... Wir machen das jetzt hier ein bisschen feige. Und lassen unsere starke Frau da vorne kämpfen. Und wir kämpfen feiglinghaft von hinten. Da unser Ork definitiv für Magiki... Okay, jetzt brauchen Lydia Hilfe. Da springen wir natürlich männerhaft rein. Und retten ihr den Hintern. Haha. So macht man's. Als wahrer Gentleman. Man lässt sie kämpfen und wenn es dann drum geht, hilft man dann. Aber meine Güte, wie kommen wir hier raus? Und so sind übrigens Zwergentruhen aus. Jo, 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 jo. Jo und jo. Alles mitnehmen. Allmählich hört es mit der Traglast auch auf. Moment mal, sehe ich den Ausgang? Da draußen wäre, glaube ich, Freiheit. Ich höre Wind. Oh, ich möchte hier raus. Ich war doch bloß zum Schreien. Was passiert? Ich fange mich in der Falmerhöhle ein. Sehe ich da hinten einen Weg raus? Oder bloß noch tiefer in die Höhle rein? Okay, bevor der mich hier gleich verzaubert. Ein Falmer Schleicher. Der mich gerade irgendwie vergiftet hat, scheint mir. Oder war das hier die Spinne? Die mich vergiftet hat. Ich gehe einfach mal von der Spinne aus. Ein Falmer Schleicher mit Gold. Magisches Leinentuch. Aber Wüstling und schwachem Gift. Ja, gut. Aber groß weiter kommt tun wir nicht. Hier liegt übrigens so eine Zwergen-Centurio-Statue. Faszinierend. Lass mich raten, hier komme ich zum Tempel. Yeah, ich möchte raus, nicht in den Tempel. Herrgott. Ich will auch schlafen. Warum tue ich es nicht einfach? Mensch, ihr würdet es doch eh nicht bemerken, wenn ich jetzt hier aufhöre, mitten in der Aufnahme und mich da einfach wieder einlogge. Mal ehrlich, wer von euch will es mitbekommen? Er auf jeden Fall nicht, denn er ist jetzt gleich tot.
Du bist tot, sagte ich. Alter, das funktioniert. Mein Witz funktioniert nicht, wenn du nicht stirbst. Danke. Alter! Boah, ich fange an, das Spiel nicht mehr zu mögen. Was mache ich denn falsch? Ich blocke, ich haue, ich lade auf, ich lade mal nicht auf. Oder liegt es echt nur daran, dass ich einmal falsch geskillt habe und deswegen jetzt immer so schnell verrecke? Hätte ich etwa einmal nicht auf Magika setzen sollen, sondern wirklich auf... Alter, wo hat der denn gerade gespuckt? Alter, was ist das überhaupt? Das ist ein Schaurus. Alter, okay, der Fallmer ist weg. Das komische Dingskirchen hier ist auch weg. Fallmerschleicher nehme ich mal aus. Dann nehme ich noch dich aus. Und dann heißt es jetzt eben durchheilen. Heilen, heilen, heilen. Ja. Ich sollte vielleicht auch mal hier die Magika Regeneration hochskillen. Habe ich überhaupt noch einen Skillpunkt? Nee, leider nicht. Ich habe hier in Schmiedekunst gesteckt. Ich kluger Junge. Ich bin ja so klug, ich würde mich manchmal selbst gerne heiraten. Ja, es war jetzt ultra blöder Spruch, aber auch nicht wahr. Komme ich endlich mal hier raus? Ich bin jetzt im Tempel und da sind noch mehr Falmer. Auch noch Magier davon. Okay, Lydia. Viel Spaß bei mir den Rücken frei halten. Ich halte auch dir den Rücken frei. Indem ich mit Fallen drauf schieße. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin tot. Ach, wie die auch aussehen. Okay, den Fall bin ich los. Och nee, noch ein Magier. Und ich habe überhaupt nichts zum Heilen. Ich habe auch nicht gespeichert oder so. Yeah, ich bin tot und ich drücke weiter in die Maustaste, weil es nichts bringt. Ey, was sind das für Kackviecher, diese Falmer? Ey, ist ja genauso schlimm wie der NPC-Mode. Ich bin nur noch am Verrecken. Alter, Falmer sind noch nicht so überpowered. Ich habe schon voll viele von denen erlegt und damals war ich noch nicht so hochgeskillt. Da liegt echt nur daran, dass ich damals Nord war mit Magika-Resistenz. Echt, ey. Also mit Frostresistenz meine ich. Weil die zaubern hier meist mit Frostzaubern. Och, Herrgott, so, du bist tot. Du liegst echt nur daran, dass ich keinen Helm trage. Dass mich das Spiel jetzt hier bestraft, weil ich keinen Helm trage. Ey! Ja, okay, ich glaube, die bestraft mich echt wegen des Helms. Darf ich endlich mal weitermachen? Lad doch endlich mal, Herrgott. So, Objekte. Bekleidung. Achso, ich habe gar keinen Helm mit. Super. Ey, super. Ich feuch mir ein Loch in die Hose. So, jetzt klopfe ich direkt so richtig brutal um mit. So, erstmal das Schlimmste weg. Das ist der Fall mal da hinten. So, Falmer ist tot, jetzt kommt das nächste Viech. So, kommt und jetzt stirbt endlich. So, direkt auf Heilung. Auf Heilung. Auf Heilung. So, jetzt erstmal wieder komplett hochheilen. So, da warten wir eben ab, bis ich wieder genug Magik habe, um mich komplett hochzuheilen. So. Nein, Waffenlässe gezogen. Danke. So, nehmen wir aus. Nehmen wir. Ach, vorhin hatten wir noch mehr. Warten wir jetzt, bis die Magik sich aufgeladen hat, damit ich mich gleich während des Kampfes zurückziehen kann. Obwohl, habe ich nicht noch. Nein, habe ich natürlich nicht. Darf ich nur einmal am Tag benutzen? Okay, dann. Warten wir einfach mal einen Tag. Da stehen wir mal eben uns 24 Stunden in den Bauch. Weil wir nichts Besseres zu tun haben. Weil, nee, das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich einmal ein Loch erkunde
und deswegen die ganze Zeit von Farmern geschüttet werde, nur weil die sich für übermächtig halten. Weil ich Ork bin oder was? Weil ich keine Frostresistenz habe. Ich habe doch schon einen extra Ring für die Magikerresistenz. Frostresistenz, also Frostresistenz 50% haben die Nord. Es ist so diskriminierend, das Spiel manchmal. Nur wenn man keinen Nord nimmt, wird man an einigen Stellen echt so fertig gemacht. Das sehe ich echt nicht ein. Das unterstütze ich nicht auch noch. Also nee. Ohne mich. Also okay, ich kämpfe jetzt erstmal wieder von hinten wirklich mit. Auch wenn das richtig assi wirkt. Und sobald sie sich dann eigentlich auf mich stürzen, mache ich dann mit im Nahkampf. Und dann auch gleichzeitig mit dem Blutrausch. So, Blutrausch. Erster Falmer. Zweiter Falmer. Hochrennen. Hochrennen geht nicht. Hab keine Ausdauer mehr. So, nächster Falmer. So, nächster Falmer, sagte ich. Und dann kommt noch der hier. Gott sei Dank mit einem Finisher. Verlange ich den Kampf auch nicht mehr mitgemacht. Und erstmal wieder heilen. Damit ich jetzt gleich keinen Instant-Kill habe. So, gut. Bin geheilt. Da direkt wieder ausrüsten. Direkt, hier Falmer Pfeile, Falmer Ohren, Gold. So, Vorsichtsmaßnahmen technisch. Dann habe ich hier noch einen Falmer mit Falmer Bogen, Falmer Schwert. Ich bin überladen, ich weiß. Ich habe mich auch verklickt. Weil hier der Falmer Bogen, der kann einmal weg. Ach, ich nutze immer noch den Nordbogen. Scheiße. Oder? Ach nö, ich hatte Streitkolben ausgerüstet, das war alles. Dann gerade nur bis jetzt nicht mehr auf der 2. Jetzt wieder zurück auf die 2 und zurück auf die 1. Super. Ich hatte hier noch vorhin einen. Da war er. Gut, gut, gut. Und hier war der andere. Mit dem Akrasalte auch noch Salz. Und ich bin überladen. Okay, dann gucke ich jetzt mal durch, was alles weg kann. Mein guter alter Nordbogen, der kann eigentlich weg. Aber nein. Die Bärenklaue behalte ich, behalte ich. Kann eigentlich weg. Kann weg. Die Karaffe kann weg. Der Korb kann weg, die Körbe können auch weg. Ja. Gut. Sind erstmal Schlüssel. Aber nee, den Rest, den behalte ich schön. So, wie viel darf ich wieder tragen? Ich habe jetzt wieder einiges runter. So, jetzt ist auch allmählich der Blutrausch wieder zu Ende. Schade, aber ey, der hat wunderbar geholfen. So, ich bleibe jetzt mit diesem Angriffspaket. Also ich bleibe jetzt erstmal voll im Nahkampf. Weil ich scheinbar ansonsten sofort verrecke. Oh, fuck. Oh, nee, ich habe eine Vorahnung. Wo ich rauskomme. Ah, klar. Alter, nee. Scheinbar, das wird nichts mit dem Vergiften. Das wird nichts mit dem Vergiften. Und du? Du tust mir auch nichts an, Digga. Nee. Gut. Ausnehmen. Gold nehme ich. Ey, und den nehme ich auch mit. Die Heilung hau ich mir auch noch eben rein. Ja, in der Hoffnung, dass ich vielleicht auch noch bald einen Stufenaufstieg habe. Da oben sehe ich noch einen. Da oben habe ich gerade noch einen gesehen. Da oben. Seht ihr ihn? Der patrouilliert da. Ist ein einfacher Fall, mal wie mir scheint. Na toll, und der bringt direkt seine Freunde mit. Gut, haben wir ja gleich hier richtig schöne Party. Und lange macht das auch nicht mehr. So, zumindest sind wir ihn los. Bleibt nur noch er. Ich hab genug von euch. So,
So, dann macht ihr direkt mit der Bogenparty. Und wenn wir hier in so einem Schützenverein sind, können wir auch gemeinsam als Schützen hier voranarbeiten. Gut, dass Lydia einen Bogen mit hat. Der macht uns einiges an Arbeit leichter. Hier haben wir einen Eisenpfeil, hier haben wir noch einen Eisenpfeil. Da haben wir einen Falmer mit einem Falmer Ohr, Gold, Eisenpfeil, Falmer Pfeil. Ich glaube nämlich auch deren Pfeile sind besser als meine. Ich kann auch gerne mal nachgucken. Die Pfeile sind soweit ich weiß. Ja, Falmer Pfeile richten Schaden von 7 an, die richten allerdings einen Schaden von 8 an. Okay, also sind unsere Pfeile tatsächlich besser. Aber dann sagen wir es so, wenn unsere Pfeile aus sind, haben wir was zum Ersatz. Und da wird gespeichert. Weil das, was wir jetzt als Fortschritt haben, ist da. Und mir ist jetzt gerade vollkommen schnuppe, ob ich hier wieder rauskomme durch den Schnellspeicherpunkt, den ich vor der Höhle hatte. Oder der jetzt hier drin, weil ich ziehe das jetzt hier durch. Weil das ist jetzt so eine Art, wie sage ich jetzt, Herausforderung für mich. Hier auch durchzukommen. Oh, Zwergenpfeile. Boah. Aber sieht hier richtig nett aus drin, finde ich. Wie groß ist eigentlich hier das Gebiet? Ah, hier sind wir durchgekommen. Und hier geht's scheinbar ewig weit runter. Ich habe keinen Bock, das alles zu erkunden. Wenn ich ehrlich bin. Und Lydia, lass mich doch bitte mal raus. Ich kann nicht noch weiter rein. Hier ist eine Truhe. Also da, danke. Zu gütig. So, ich glaube, dann geht's da hinten rum. Da hoch, um nach da hinten zu kommen. Dann tun wir es auch einfach mal. Und da habe ich einen gesehen. Vorsicht, doch, da habe ich einen gesehen. Da hinten ist er. Ist allerdings ein anderer. Okay, was ist das, was da jetzt rauskommt? Ach, das ist wieder so ein Viech. So ein ekliges. Ah, der Farmer ist kurz vorm Sterben, wie ich sehe. Das ist sehr hilfreich. Warum bin ich gerade so langsam? Ach, weil ich verzaubert war. Gut. Das war wohl eine Nachwirkung von dem Zauber, den er auf mich geschmissen hat. Gut, dann ist er aber platt. Und den Farmer haben wir auch fertig gemacht. Da können wir uns doch direkt mal heilen. Mhm. Heilen, heilen, heilen. Ich weiß jetzt übrigens, ich habe eine Vermutung, was das für eine Waffe ist, mit der dem auf mich zurennt, die ich aber nie nutzen kann. Ich glaube, das ist ein Zauber, der nennt sich beschworene Waffe. Und deswegen leuchtet die auch immer so komisch. Die beschwören sich eine eigene Waffe mit ihrer Magie, um mich zu bekämpfen. Weil Magie auf kurzer Distanz ist nie besonders hilfreich. Genauso wie der Bogen im Nahkampf richtig scheiße ist. Aber die Magier beschwören sich einfach eine schöne Handwaffe und mit der kämpfen sie dann. Wer weiß, wie gut sich das auszahlt. Also ich habe es noch nie gemacht. Ich habe noch nie eine Magierklasse gespielt. Falmer scheinen aber irgendwie alles zu können. Nahkampf sowie Fernkampf. So, und ich glaube, ich aktiviere einfach mal einen Schrei. So unerbittliche Macht technisch. Einfach nur, um die zurückzustoßen, wenn es drauf ankommt. Weil, echt, das muss ja hier richtig gut koordiniert sein. Boah, ich wünsche, ich hätte schon einen besseren Schrei. Es gibt so richtig coole Schreie. Wie viele rote Punkte? Oh, fuck, ich krieg 1000 rote Punkte. Boah, es sind ja richtig viele, aber da sehe ich doch einen Helm. Der trägt einen Helm für uns. So, da schubst du ihn einfach mal hier durch die Gegend. Scheinbar mit großem Erfolg. Was ist das? Was ist denn da gerade passiert? Wo ist eigentlich Lydia hin? Lydia? Ah, okay, sie lebt noch. Ich habe sie gerade rufen hören. Ah, oh, da haben wir einen Stufenaufstieg. Ich hab's gesehen, ich hab einen Stufenaufstieg. Göttlich. Eine Angriffspunkte und er holt aus. Ich sehe ihn doch noch ausholen. Oh, ich kann Blocken verbessern. Was haben wir hier oben?
Schnelle Reflexe, Zeit verlangsamt sich, wenn du einen mächtigen Angriff blockst. Hier haben wir mächtiger, okay. Und was ist das da hinten? Du bist Pfeile, die den Schild treffen, verursachen keinen Schaden. Nein, lieber doch schnelle Reflexe. Das wird sich bei uns definitiv häufiger auszahlen. So, draufknüppeln und draufknüppeln, 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 draufknüppeln. Komm, komm, ach, Alter, das kann ich auch, das kann ich auch, das kann ich auch. Boah, Alter. Alter Dreckskerl. So, direkt ausnehmen. Falmerhelm. Eisenschild. Und direkt den Helm anlegen. Weil ich eigentlich echt das Gefühl habe, Helme werden hier belohnt. Im Spiel. Vom Spiel. Und da kommt noch ein Gegner auf mich zu. Ich sehe ihn. Auf der Karte oben, den roten Punkt. Aber um ihn zu töten, um nicht direkt zu verrecken, lieber mal heilen. Ach, das ist nur eine Spinne. Ja, nur ist gut. Lydia? 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 Freundin? Schnuckelsche? Wie kann ich sie noch rufen? Tour! Dietrich, Gold, großer Löwe, makelloser. Ja. Gut. Wie schaut es denn eigentlich mit dem Fall mal aus? Oh, da steht uns ja sowas von überhaupt nicht. Aber ich hoffe mal, die ist nicht gestorben. Beim netten Wegschreien gerade. Weil wenn das jetzt passiert ist, das wäre jetzt richtig blöd. Auch richtig scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ist da hinten schon die Karte Ende? Ja, das sieht nach Ende aus. Geil, ich komme hier raus. Oder? Vergessene Höhle? Oh, nicht noch mehr Dungeons. Oh, das ist übrigens ein Zwergenaufzug. Lydia? Oh, ich habe doch nicht ernsthaft Lydia verloren, oder? Okay, Waffen zücken, trotz alledem. Und Tee. Eine Stunde warten. Vielleicht hilft das ja. Ne, ich habe Lydia verloren. Gut. Er ist jetzt nicht tot, oder? Merken, da unten ist sie gestorben, wenn dann überhaupt. Dann hoffe ich mal, dass sie es nicht ist. Also gestorben. Also ich bin jetzt hier in der vergessenen Höhle. Scheinbar nähe ich mich aber auch im Ausgang. Man hätte also auch in die andere, von der anderen Richtung herkommen können, aber ich bezweifle, dass ich hier drin fertig bin in den Dungeon. Himmelsrad, okay, ich bin draußen, ich bin draußen, ich bin draußen, ich bin draußen. Ich hab's geschafft, ich bin durch die Dungeon-Welt gekommen. Oh, und das Lydia. Okay, aber ich trotzdem gucke mal auf die Karte, ob ich die Dungeon geschafft habe damit. Da, Loch, und da haben wir die vergessene Höhle. Jo, und ich hab's geschafft, ich bin durch die Dungeon gekommen. Abgeschlossen stand jetzt auch. Also ich habe es geschafft, ich habe die Dungeon gerade beendet. Ich bin echt komplett durchgelaufen gerade, durch die gesamte Dungeon, habe alles entdeckt, was ich entdecken konnte. Und sehe da oben Wölfe, die praktisch nur darauf warten, mein Fleisch zu zehren. Wow, das war ein wirklich schnuckeliger Finisher. Das muss man jetzt mal wirklich sagen. Auf die gesamte Entfernung auch. Ein Schuss, mit einem Schuss wirklich auch entfernt. Das war ja, wie man den Fall auch hat fliegen sehen dürfen. Ich glaube, das sind Finisher, für die man diesen Finisher bei Bögen auch gerne sieht. Ist das Schrein von Azura? Schrein von Azura, Azura. Ah, ne. Gab es nicht noch einen Stern von Azura? Azuras Stern, Meridias Stern. Verdammt, ich blick allmählich bei den ganzen Sternen und den ganzen Göttern und Dedra nicht mehr durch, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich vielleicht noch mal kurz davor zu sagen, jo, Azura hatte auch noch einen Stern. Es gab Azuras Stern, es gab Meridias Stern. Und ich bin ein Ork und mich interessieren eigentlich die ganzen Nord-Dinger hier gar nicht.
Und ich höre irgendwo einen Drachen schreien. Ist mir jetzt egal. Ist jetzt echt egal. Ey, Digga, wer bist du denn? Arena Lichti. Oh, da hat sich ein richtiges Basiscamp aufgebaut. Okay, da rede ich mal mit dir. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Gesehen, dass ich komme? Wovon redet ihr? Was ist das hier für ein Ort? Wo ist Azura? Ich glaube nicht an Schicksal. Vielleicht solltet ihr das glauben, um eurer Rolle als Azuras Champion besser gerecht zu werden. Hilft nicht dagegen an. Azuras Prophezeiungen erfüllen sich immer. Sie zu leugnen würde bedeuten, sich kopfüber und ohne Licht in die Dunkelheit zu stürzen. Gut, was braucht Azura? Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß. Aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Ich möchte mehr über... Okay, also... Gut, begonnen. Der schwarze Stern. Also, jopp, Azura hat anscheinend auch einen Stern. Aus Arenas Vision. Super. Ey... Jetzt mal ehrlich, dafür habe ich den ganzen Bullshit hier auf mich gezogen. Den ganzen Bullshit. Och, nee. Also schön wäre es jetzt, wenn ich einfach nach Windhelmsteinreise mache. Oder nach Windhelmsfest, je nachdem da, wo ich gerade hin möchte. Aber nee, meine ich. Obwohl... Windhelm liegt im Süden. Ich glaube, wir haben mal Richtung Süden. So, hier haben wir auch einen Pfad. So, ich laufe jetzt wirklich im Schnelldurchlauf den Pfad lang. Und ich wette mit euch. Ich brauche ein Pferd, wollte ich sagen. Und dann erschlägt mich eins. Alter, das glaubt mir kein Schwein, wenn ich es nicht aufgenommen hätte. Ich möchte gerade sagen, und ich glaube, es ist Zeit, ein Schwert zu, und dann werde ich von Pferd erschlagen. Gott nochmal! Was ich übrigens lustig fand gerade eben, war, wie mein Schrei reagiert hat. Also wie mein Schrei anscheinend Auswirkungen hatte gerade. Also den unerbittlichen Machtschrei, den kannte ich gar nicht so. Dass er so wegschmettert. Vor allem auch so heftig. Und das ist ja eine Emote, den ich so lange verzweifelt gesucht habe und der jetzt einfach mal da war. Dass ich praktisch unerbittliche Macht jetzt durch den Schrei verbessere. Ach, hier unten ist übrigens eine Feste. Keine Ahnung, wem sie gehört, keine Ahnung, warum sie hier steht. Obwohl, ich glaube, ich weiß, wem sie gehört. In irgendeiner Mission dürfen wir die hier, glaube ich, einnehmen. Wenn wir nicht... Oh, nein! 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 Oh nee! Ey, leckt mich doch! Es ist doch richtig assi jetzt! Ey, verarschen kann ich mich dreimal besser! Okay, wir gehen noch eben zum Schrein und dann höre ich auch mit dem Part hier auf. Weil ich dann echt jetzt... Ich gehe jetzt schon die Tür nicht mehr zu. Ach Kacke, und ich bin zum blöden Wolf zu treffen. Wegen des bekackten Schnees und der Entfernung oder gleich oder was. So, Wölfe, jetzt bleib doch mal endlich ruhig stehen. Ich möchte dich abschießen. So, dann laufe ich halt eben hin. So, laufe ich dann eben für noch näher hin.
So, doch fliegen die Wölfe auch nicht weg. Und ich kann sie einfach mal eben so. Der Finisher war jetzt auch nett. Also so den Wolf im Sprung erwischt. So, ja. Okay, auch wenn der Part jetzt ein bisschen Überlänge hat, ich laufe noch wenigstens hoch zum Schreien. So viel muss sein. Aber jetzt mal ernsthaft, wie assi ist das denn jetzt? Sich jetzt, okay, let's fail ist das jetzt oder was? Wie verrecken, 100 Wege um in Skyrim zu verrecken, ne? Ja, super. Habe einen Schrein entdeckt. Und ich sag dann hier, geht's weiter im nächsten Part. Ich sag ciao, ciao und auf Wiedersehen.